Das Wandern ist der Nazis Lust, das Wandern ist der Nazis Lust, das Wandern. Ja, Sie hören richtig. Nur Nazis wandern, denn Wandern ist der Ausdruck eines übersteigenden Nationalismus, das Gehen, eine Art völkischer Sport, der eigentlich nichts mit Sport zu tun hat, sondern nur die Pervertierung des Begriffs Heimat darstellt. Sie glauben mir nicht, doch? Da steht schwarz auf weiß in der Zeit, einem Medienprodukt der Zeitgeistprostitution, für das sich der ehemalige Herausgeber Helmut Schmidt genieren würde, dessen Urne im Grab angesichts dieses Ausflusses ideologisch motivierten Analphabetismus rotiert. Das Wandern ist also eine Art Ausdruck des Nationalsozialismus. In Folge natürlich die Tracht, eine Art Ersatz für eine SS-Uniform, deutsche Kulinarik, eine reine Reminiszenz an den Speiseplan des Vegetariers Schickelgruber, VW- oder Audi-Fahrer, wiedergeborene Panzerkommandanten aus Stalingrad, Hofbräuhausbesucher aller Nationen, in Wahrheit Wahlfahrer im Sinne des germanischen Walhalla-Kults und jene Minderheit an deutschsprachigen Bürgern in Deutschland, die noch der deutschen Sprache mächtig sind, sprachliche Revisionisten des Geschehens des Zweiten Weltkriegs. Nicht zu vergessen sind natürlich die Blonden oder gar die Blauäugigen, die sich ihrer Kraft, ihres natürlichen Aussehens, der genetischen Rassenideologie unterworfen haben. Wenn es nach der Zeit geht, sollten sich die Deutschen endlich entleiben, ja eigentlich aufgeben oder auflösen. Denn das Deutsche ist böse. Es hat das ewige Keinsmal seiner jüngeren Geschichte und diese unentschuldbare Schuld kann nur zur Tilgung alles Deutschen führen, wie eben das Wandern. Wiewohl die Wanderbewegung auf Francesco Petrarca aus dem 14. Jahrhundert zurückzuführen ist. Aber wahrscheinlich ist Petrarcas italienische Herkunft auch ein Ausdruck des Faschismus und der italienische Faszienzwerk laut Zeit direkt von Petrarca abstammend. Das Z in der Zeit übrigens könnte man leicht auf die russische Kriegslust zurückführen, das E vielleicht auf Eva Braun und das IT auf idiotische Trotteln. Denn aus solchen besteht offenbar heutzutage eine Redaktion.